herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch das Mediabook zu dem Film Animals vorstellen, wie wilde Tiere. Den Film habe ich euch vor längerer Zeit schon vorgestellt, deswegen werde ich darüber jetzt nicht reden. Der wurde mir auch von Meteor Films zur Verfügung gestellt, als Screener. Das Mediabook habe ich mir jetzt selbst gekauft. Ein wirklich großartiger Film, dem ich 10 von 10 Punkte gegeben habe. Das Video werde ich euch verlinken. Könnt ihr euch dann mal ansehen, wenn ihr wollt. Und nun schalten wir in die Ego-Perspektive, dann stelle ich euch heute das Mediabook dazu vor. Also bleibt dran. Nun befinden wir uns in der Ego-Perspektive, wie man unschwer sehen kann. Das Mediabook hat den typischen Kino-Kontrovers-Look, bei dem diesmal positiv hervorzuheben ist, dass kein FSK-Logo draufgedruckt wurde. Diesmal war es auf einem Sticker, der leider aber nicht auf der Folie, sondern auf dem Mediabook selbst befestigt war und sich leider sehr schwer abziehen ließ. Gott sei Dank gab es keine Dellen oder Kratzer oder sonstiges, keine Beschädigungen. Auf jeden Fall ist das eigentlich nicht mein Motiv, was ich aber sehr gut finde. Also das Artwork an sich ist okay, schön gedruckt, ist auch matt, was ich sehr positiv finde und mir besser gefällt als Hochglanz. Allerdings ist das ganze Motiv nicht so meins. Aber das ist bei jedem Mediabook von Kino Kontrovers der Fall, was jetzt nicht negativ gemeint ist. Wie gesagt, die Qualität ist super. Was ich aber positiv hervorheben muss, ist noch, dass der einheitliche Look beibleibt, dass jedes Mediabook zueinander passt. Dass man sich nicht dazu entscheidet, oh, wir tun jetzt gezeichnete Cover oder ein anderes Stil machen. Bleibt dabei, es ist schön nebeneinander anzusehen, auch wenn man sich so hinstellt. Die Mediabooks passen alle gar zueinander. Ich habe jetzt leider keins neben mir liegen, sonst würde ich euch den Vergleich zeigen. Die stehen jetzt alle gar noch in meinem Regal. Ich habe vergessen, eins nebendran zu legen oder zwei, drei. Ist ja auch egal. Wie gesagt, das Design finde ich gut, dass man das beibehält. Ansonsten auch der Spine, passen die Mediabooks hervorragend zueinander. Das gilt auch für die Rückseite. Hier könnt ihr euch kurz durchlesen, was es geht. Auch die technischen Details, Bonusmaterial und so weiter. Die Rückseite hat auch den gleichen Stil, wie man es gewohnt ist von der Kino-Kontrovers-Reihe. Finde ich, wie gesagt, sehr schön. Einheitlicher Look, passt hervorragend. Sehen auch im Regal nebeneinander wunderschön aus. Ich mag halt mehr gezeichnete Motive. Wie gesagt, zwar kein Negativ-Kritikpunkt, dass das Artwork nicht mein Fall ist. Es ist gut gemacht, aber also ich stehe halt mehr auf gezeichnete oder ja, gezeichnete Artworks oder anderer Stil halt. Wie gesagt, den Film habe ich euch schon vorgestellt. Das Video, um es nochmal zu sagen, werde ich euch verlinken. Könnt ihr euch dann ansehen. Ist ein sehr, sehr radikaler Film, ein böser Film. Aber er erfüllt seinen Zweck. Im Inneren sehen wir die Blu-ray. Auf der anderen Seite gibt es nichts. Da ist das Booklet eingeklebt. Es handelt sich um ein Disc-Mediabook. Unter der Disc finden wir die Zahl 23. Wie bei jedem der Mediabooks. Das ist halt die Nummer 23 der Reihe. Ich nehme hier auch nochmal. Das Booklet selbst hat ungefähr ca. 24 Seiten. Der Text ist von Dr. Markus Stiegelegger, der wieder sehr großartig geschrieben ist, der Text. Und er geht auf einiges ein, ist sehr analytisch gehalten. Gefällt mir sehr gut. Es wird viel analysiert, es wird viel Hintergrundinfos gegeben. Der, wo das Mediabook besitzt, sollte sich definitiv das Booklet durchlesen. Es lohnt sich. Auch ist das Ganze gut verarbeitet. Die Bilder drin sind schön. Das ist alles sehr schön gemacht und hoch, von der Qualität einfach sehr hochwertig. Das gilt für das ganze Mediabook. Auch ein Statement des Regisseurs drin, was ebenfalls sehr interessant zu lesen ist und auch lohnt zu lesen. Ich muss sagen, lest euch das Mediabook allerdings das Booklet erst durch, wenn ihr den Film gesehen habt. Es enthält leichte Spoiler. Aber nichtsdestotrotz sollte es gelesen werden. Es ist wirklich gut geschrieben und sehr interessant. Kino-Kontrovers-Fans oder die Sammler der Reihe, die werden sich eh die Sammlung holen. Anderen kann ich nur sagen,
Holt es euch. Der Film lohnt sich. Das Mediabook hat eine tolle Qualität. Es ist wirklich großartig gemacht. Mediabook-Sammlern, kauft es euch. Eine Emery, also Keepcase-Fassung, gibt es, glaube ich, noch nicht, soweit ich gesehen habe. Ob eine nachkommt, kann ich leider auch nicht sagen. Falls jemand sich für den Film interessiert, am besten mal bei Meteor Films nachfragen. Ich werde euch auch Meteor Films verlinken, sowie das Video von dem Film, also zu der Review zu dem Film. Ja, und was haltet ihr von dem Mediabook? Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir es in die Kommentare schreibt. Oder generell von den Kino-Kontrovers-Mediabooks oder den Filmen. Sind sie was für euch? Einige nur. Habt ihr diesen Film gesehen? Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Beitrag einen Daumen hoch geben könntet und mir ein Abo dalassen würdet, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal.